Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4. Es geht rund in der 7. Staffel mit unserer neuen Sims 4er WG wegen Sims 4 und 4. Okay, das ist purer Zufall. Das hier sind die vier, Moment, wo ist denn der vierte? Da ist der vierte. Das sind die vier Sim, die uns in dieser Let's Play Staffel begleiten werden. Chrissy kennt man schon aus Staffel 5, Staffel 6. Naja, wir haben sie aufwachsen sehen. Sie liebt alles, was bunt und wild ist, hat noch nicht so ganz ihren Style gefunden, sich erst neulich von ihrer Freundin Anne getrennt und ist auf der Suche nach sich selbst. Ich habe keine Ahnung, sie scheint so ein bisschen im Raum zu schweben, was ganz gut passt, denn sie ist Astronautin vom Beruf. Oh Gott, die Witze werden heute nicht besser. Tja, und Chrissy hat ganz lange schon in einer Wohngemeinschaft mit diesem Dude hier gelebt. Das ist Ben, Benjamin Notice. Ja, das ist ein lässiger Typ, das ist ein cooler Typ, aber auch ein bisschen fauler Typ. Hat jetzt inzwischen schon die vierte Trennung hinter sich. Dabei mochte er seine letzte Freundin echt gerne. Die hat er kennengelernt im Dschungel, in seinem Auslandssemesterjahr. Denn er möchte Archäologe werden und studiert gerade Archäologie. Allerdings fehlt so das zündende Fünkchen, was ihm aus seiner Faulheit herausbringt. Allerdings verdient er das meiste Geld, indem er Tische herstellt, haben wir festgestellt. Auch wenn das nicht aussieht wie ein Tisch. Naja, was er nicht ist, kann er noch werden. Das hier, das ist Loala Blaubeer. Diesmal innerhalb einer Create a Sim-Serie auf meinem Kanal entstanden und sie lebt auch hier in dieser Welt. Und naja, wir haben sie noch nicht so richtig kennengelernt. Loala kann noch nicht viel, sagt nicht viel, will nicht viel und wir kennen sie kaum. Sie ist so knapp 20 Jahre alt und lebt hier mit ihrem Halbbruder. Also eigentlich wollte sie gar nicht ausziehen, aber ihre Mutter hat gesagt, komm jetzt, hier die Gelegenheit, du schüchternes Pflänzchen, du musst mal raus, du musst mal Charakter entwickeln, du kannst dich nicht immer hier bei Mama verstecken. Und deswegen ist sie jetzt dann zu ihrem Halbbruder, mit dem sie sich ganz gut versteht, gezogen und hat auch gesagt, ey, wir brauchen unbedingt eine WG, sonst können wir uns das hier alles nicht leisten. Dafür, dass sie so schüchtern ist, trägt sie aber ganz schön interessante Klamotten. Ben ist auch schon ganz angetan. Pass auf, Ben. Fass sie nicht an. Ja, ich sag's dir. Ja, bei Ben muss man immer aufpassen. Zumal er ja jetzt hier mit dem Halbbruder von Loala zusammenlebt. Und der Sebastian Erdbeer ist vielleicht nicht ganz so begeistert, wenn man seine kleine Schwester angreift. Denn er hat eine ganz besondere Beziehung zu seiner Halbschwester. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern er fühlt sich sehr für sie verantwortlich. Also, Sebastian hat noch drei Geschwister. Dann hat er noch eine andere Halbschwester, die allerdings überhaupt nicht verwandt ist mit seiner jetzigen Halbschwester. Ihr seht, die Familienverhältnisse sind sehr kompliziert. Er ist so das klassische Scheidungskind und er war in dem Alter, in dem man das alles miterlebt, was echt unschön ist. Deswegen ist Sebastian so ein bisschen außen vor in der Familie, ist extrem selbstständig geworden, hat aber trotzdem das Gefühl, für alles die Verantwortung zu besitzen, möchte immer alles richtig machen und trotzdem so unabhängig wie möglich wirken, bloß keine Schwäche zeigen. Und es hat der coole Sebastian. Der regelt immer alles, der kriegt das alles hin. Deswegen hat er auch seine kleine Halbschwester unter seine Fittiche genommen und hier dieses Haus ausgebaut, was immer noch zur Hälfte Rumpelbude ist. Wir sind noch nicht fertig mit der Renovierung. Ja, das möchte ich dazu sagen. Und genau das wird unsere Aufgabe in dieser Folge sein. Also Chrissy hat all ihre Sachen aus der alten Wohngemeinschaft, in der sie gelebt hat, schon mal hierher geschafft. Also fast alles. Und ein paar Sticker, die an den Wänden klebten, konnte sie nicht mitnehmen. Sie hat sich ein neues Bett gegönnt. Das macht man ja manchmal so, wenn man auszieht. Da haben wir auch wieder unseren großen Nagus. Dem geht's wieder gut. Das ist schön. Das ist ihr Haustier. Der lebt unnatürlich lange. Vielleicht ist es auch jedes Mal wieder ein neuer und niemand sagt ihr das. Wir wissen es nicht genau. Tja, und ihr Einrichtungsstil ist jetzt noch ein bisschen wild. So, und das mit Ben? Ja. Ben ist halt mehr so der chillige Typ. Der schläft auch draußen um 3 Uhr nachts in der Kälte an einem Esstisch. Ben, oh mein Gott, Ben, was hast du da schon wieder gemacht? Ben wohnt hier im Wohnwagen. Wir haben das Haus noch nicht vollständig renoviert. Dementsprechend fehlt hier noch ein Zimmer für Ben. Und Ben hat gesagt so, ja, dann wohne ich halt draußen im Wohnwagen. Hab ich absolut kein Problem mit. Das stört mich ja nicht, wa? Ich wohne hier, das ist super. Ich habe hier alles, was ich brauche. Und seine Sachen stehen halt gerade hier, werden von den beiden hier benutzt, von den beiden Geschwistern. Aber ja, seine Sachen stehen hier. Das war aus seinem alten Zimmer bis jetzt. Und bis das Ganze renoviert ist, hier entsteht noch ein Zimmer, muss Ben halt erstmal im Wohnwagen schlafen. Ja gut, und unsere anderen beiden Sim haben hier oben ihre Zimmer. Und die müssen wir jetzt noch entsprechend einrichten, je nachdem, wie Loala und Sebastian dann so charakterlich sind, würde ich das jetzt gerne passend gestalten. Na, da können wir die beiden vielleicht anhand ihres Einrichtungsstyles auch schon ein bisschen kennenlernen.
Oh, und ja, wie ihr sehen könnt, besitzt dieser Haushalt jetzt nur noch 10.000 Simoleons. Ich möchte nämlich ganz gerne wieder, dass wir uns was erarbeiten können, ja? Das bedeutet, dieses Wohnzimmer bleibt leer. Diese Küche ist erstmal so sporadisch eingerichtet, wie sie eben eingerichtet ist. Ja, der Keller ist leer und hier oben haben wir auch noch nicht viel Luxus. Denn das ganze Geld ging drauf für die Renovierung dieses Gebäudes, aber ansonsten müssen wir uns erstmal wieder einiges erarbeiten und darauf habe ich richtig Bock, denn bis jetzt waren unsere Sim einfach wieder viel zu reich und das war alles viel zu einfach und ich möchte deswegen jetzt ganz gerne diesen typischen Neustart erleben, wie das eben ist, wenn man noch nicht so viel hat und die Sim halt in einem Haus leben, das zwar schon ganz hübsch ist, weil geerbt, aber da ist halt nichts. Da schläft man halt in so einem Bett, das einem Rückenschmerzen verursacht. Und man hat eben nicht den krassesten Computer. Und da gibt es eben erstmal am Anfang auch nichts anderes, außer miteinander quatschen. Da kann man nicht sich von Fernseher ballern. So ist es halt, ne? Deswegen richten wir das Ganze jetzt auch ganz sporadisch und schlicht ein. Vielleicht hat Luala auch einfach die Sachen aus ihrem alten Kinderzimmer jetzt mitgenommen. Ui, wie so teuer so ein Bett. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Und ich möchte für Luala alles so ein bisschen verspielter machen. Sie könnte wirklich so die sein, dass sie im alten Kinderzimmer mitgenommen haben. Die Idee finde ich ganz schnuckelig. Ein Hobby. Hat die gut ein Hobby? Oh, Luala, wir kennen sie noch nicht wirklich. Ja, sie ist halt schüchtern und ein bisschen knuffiger und bisschen femininer vielleicht auch. Vielleicht auch zu sehr noch in so einer femininen Geschlechterrolle gefangen, aber das darf ja auch jeder so handhaben, wie er will. Vielleicht ist sie ja ein Gesangstalent oder ein Sprachtalent. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass sie das heimlich in ihrem Zimmer ausübt und sich immer dann dafür schämt, wenn das jemand mitbekommt. Vielleicht weiß es ihr Bruder, aber sonst noch niemand. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, einen schüchternen Charakter umzusetzen. Ja, ich schätze mal, ich werde ja häufiger das Moodlet beschämt geben müssen, damit sie sich auch schüchtern verhält, weil wir wissen ja, es gibt das nicht als Charaktereigenschaft bei den Sim. Ja, also erstmal alles, was sie braucht, ist da. Ja, ne, das passt doch ganz gut. Ach, ich liebe die Gestaltung des Hauses. Ja, und das Badezimmer sollte ich vielleicht auch noch machen, weil für schlau. So eine Duschwanne hier wäre auch nicht schlecht. Da könnten wir ja so eine teure nehmen. Oh mein Gott, die ist aber wirklich teuer. Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen näher hätte ich das gerne irgendwie am Waschbecken. Ich weiß nicht, ob man es dann noch benutzen kann. Aber wir haben ja ein bisschen so eine Low-Budget-Production. Ja, unsere jungen WG-Besitzer, also Hausbesitzer vielmehr. Wir sind ja ein bisschen beide, Sebastian und Loala sind ja beide ein bisschen jünger als Chrissy und Ben. Die haben ja halt nicht so viele Möglichkeiten und richten sich so gut ein, wie es irgendwie geht. Und dann haben wir hier so ein Marienkäfer. Es ist ein nicht schönes Bad. Es ist ein bisschen wild. Nee, so Noppenboden finde ich jetzt auch irgendwie komisch. Vielleicht will ich das doch lieber in Schwarz haben. Warte, wo war denn hier Schwarz? Gib mir mal Schwarz, danke. Ja, in Dunkel ist das ganz okay. Gibt es das nicht hier in einer anderen Farbharmonik, damit das ein bisschen. Ja, doch. Ist fast so, wie ich es mir vorstelle. Genauso wie der Wäscheeimer kommt dann auch da vorne hin. Oh ja, Waschmaschine und all solche Sachen, die brauchen wir dann im Keller. Boah, ich weiß nicht, ob wir geldtechnisch, vielleicht muss ich nochmal irgendwas verkaufen, ob wir hier geldtechnisch klarkommen. Alter, der gruselige Zombie-Keller. Oh Gott, das ist ja übelst schrecklich, Leute. Da gehen die immer hier runter, um zu waschen. Oh Gott, ich sehe schon, das wird richtig schrecklich. Wo ist Waschtag? Es sieht so aus, als könnten wir uns das noch leisten. Jetzt weiß ich nur nicht. Sebastian wird so ein paar Probleme haben mit seinem, also mit der Einrichtung von seiner Wohnung, weil das wird, also das kann jetzt nur das Billigste vom Billigsten vom Billigsten vom Billigsten werden. Oh ja, das war schon mal sehr billig, sehr gut. Günstig, ich meine günstig, günstig. Billig ist immer so abwertend. Günstig, wir meinen günstig. Dann nimmt er auch so eine alte Obstkiste, um da seinen Wecker draufzustellen. Das macht er. Vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, Sebastian ist so ein Charakter, weißt du, er hat so viele Scheidungen miterlebt, er hat so viel Stress miterlebt in der Familie und er möchte unbedingt, dass es Luala gut geht, weil er sieht, wie sie unter all dem auch gelitten hat, nur auf der anderen Seite eben, ne, als das Kind, das nicht so ganz zu allem dazugehört und er hat so einen Helferkomplex entwickelt, auch seinen Geschwistern dann gegenüber und hat so einen richtigen, so einen Helferkomplex entwickelt und möchte, dass es immer allen gut geht.
Stell schon mal alles hin, damit er am Computer arbeiten kann. In Zukunft. Ich glaube nicht, dass wir uns einen Computer leisten können. Doch, wir können uns. Oh! Ben hat Esstische gemacht. Das ist gut. Ben hat Esstische gemacht. Das gibt immer ordentlich Geld. Dann können wir uns zumindest hier einen Laptop. Ist das? Ja, das ist tatsächlich ein funktionelles Laptop. Dann nehmen wir das. Dann kann nämlich Sebastian hier arbeiten. Das ist sehr gut. Doch, ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian so der Charakter ist, der, ja, wie soll ich sagen, versucht es für andere alles perfekt zu machen. So tut, als bräuchte er selbst nichts. So ein bisschen sehr in dieser Aufgabe der Verantwortung aufgeht, vergeht, zugrunde geht. Ich bin mal gespannt, weil er wirkt ja sehr extrem selbstbewusst. Ich bin Sebastian, ich bin cool, ich kriege alles hin. Ich mache alles. Ihr könnt euch hundertprozentig auf mich verlassen. Guckt euch dieses Haus an. Ich habe dieses Haus hochrenoviert. Es sieht fabulös aus. Er lässt auch niemanden in sein Zimmer, damit niemand sieht, wie ärmlich das aussieht. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen Charakter knacken können. Ob wir diesen Charakter näher kennenlernen können. Oh, das ist aber ein schöner Teppich. Brauchen dann auch noch Geld, um die Miete zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das hier alles so hoppla hey zu machen. Und denen so das ganze Geld wegzunehmen. Im Zweifelsfall muss Ben dann wieder regeln. Ben ist dann am Ende wieder derjenige. Dann machen wir erstmal die Tapete rein, weil die günstig ist. Dann ist Ben am Ende wieder derjenige, der mit seinem Nebenjob alles saven muss. Weil er halt an diesem Tisch einfach die krassesten Sachen herstellt. Wie ihr gesehen habt, so ein Esstisch bringt halt richtig viel. Oh ja, wir können dann erstmal Möbel herstellen, die wir selber benutzen können. Auch wenn es nicht ganz in diesen Style passt. Tja, und jetzt stelle ich erstmal euch die ganzen Zimmer ein. Das ist dein Zimmer. Kann ich auch gleich mal gucken, ob das hier alles so funktioniert. Steht auf. Aufstehen. Hopp jetzt auf. Sie bewegen sich. Das bedeutet, es ist nichts im Weg und sie können alles benutzen. Das ist doch großartig. Was kann eigentlich Sebastian? Oh, er kann gut malen. Level 9 der Malerei? Vielleicht ist das sein geheimes Hobby, das er niemandem erzählt hat und er will irgendwas Businessmäßiges machen, um viel Geld zu verdienen und traut sich nicht Künstler zu. Oh, ich sehe Konflikte. Und warum sind hier alle barfuß? Ah, richtig, ich glaube, ich habe eine Modifikation installiert, die dafür sorgt, dass die Sims sich die Schuhe ausziehen, wenn sie nach Hause kommen. Was auch viel hygienischer ist. Nein, nicht so schnell vorspulen. Was soll denn das jetzt? Nein! Alter, die Tauben, wie die abgegangen sind. Uts, 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 Disco-Taube, Disco-Taube, uts. Es war mir eine Freude, euch zu Staffel 7 begrüßen zu können. Teilt das Projekt, liked das Projekt, kommentiert das Projekt, wenn ihr Bock habt. Denn spread the word auf YouTube bedeutet besseren Algorithmus. Oder so, ich hab doch auch keine Ahnung. Macht's gut, tschüss! Das ist die total tolle Outro-Musik. Das ist die total tolle Outro-Musik. Klickt doch ein Video an und lasst ein Abo da dran. Da haben Baby, Baby. Bell, 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 bell.